Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, der erste Einsatz ist vorüber. Der Mähdrescher kann jetzt erstmal geparkt werden. Muss ich da durch? Ja, ist knapp, ne? Oh, pass ich. Oh, pass ich doch nicht. Eieiei. So. Das gute Stück. Wir parken das erstmal hier. Klappen es zusammen. Damit es nicht reinregnet. Aus die Maus. So. Den brauche ich jetzt auch nicht. Den brauche ich jetzt auch nicht. Den brauche ich jetzt. Und zwar brauche ich jetzt die Ballenpresse. Häng das mal ab. Um Stroh herzustellen. Und dann müssen wir natürlich noch den Schneidwerkswagen mal hierher holen. Das Schneidwerk draufstellen und den natürlich dann auch fachgerecht irgendwo hinbuxieren, wo er hingehört. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo. Aber hin. Das finden wir noch raus. So. Was ein bisschen sehr groß sind, sind die Haufen, die dort entstanden sind. Das könnte für die ganze Geschichte hier mit der Ballen-Dings ganz schön schwierig werden. Aber das werden wir sehen. So, wir geben einmal nach unten und sagen einmal Bäh. Wir schalten mir bitte schön die Ballenmaschine ein und machen mir Stroh. Wir haben dann ja noch unser Weizenfeld oben, glaube ich, das müsste im nächsten Monat sein mit Ernte und dann irgendwann kommt ja auch das Rübenfeld, das wird auch noch sehr interessant werden. Ja, das hier, das weiß ich noch nicht, vielleicht muss ich dann mit dem Mähdrescher dann auch immer durchfahren, doch, und nicht anhalten am Ende. So, abladen bitte. Irgendwas rasselt hier im Hintergrund ganz schön. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas kaputt ist an den Gerätschaften. Das würde mich sehr traurig stimmen. Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, wie viel Stroh wir das letzte Mal von den Feldern geholt haben, aber das ist ja sowieso. Oh, jetzt könnte hier mit dem Gras ein bisschen schwierig werden. Ich weiß nicht, aber das mit einem oder Presse einfach mit rein in den Stroh. Na klar. Also eine Strohgrasballen ist ja auch nicht ganz schlimm. So. Dann ist er fertig, der Ballen. Und dann schmeiß ihn mal dahin. Sehr schön. So. Ja, da ist immer jede Menge Stroh drin in diesen Endbergen. Ne? Das ist schon. Ach, kriege ich hier die Kurve nicht ganz. Schade. Muss ich Reste einsammeln nachher nochmal. Na gut, nicht so schön. Aber was will man machen? So, die Woche war recht interessant, auch was jetzt so meine Erfahrung mit dem LS wieder anging. Es gab einige Neuerungen, dass es einen Patch beziehungsweise eine das Platinum-Add-on gibt, dass es wohl eine sehr auf Wald ausgelegte Karte sein wird. Also für mich nicht so interessant, weil ich den Forstaspekt in diesem Spiel jetzt eher weniger spiele. Ist zwar ganz nett und so, man kann auch ganz gut Geld mit verdienen, aber ist jetzt, also interessiert mich nicht so sehr, weil dann würde ich doch dann eher einen Forstsimulator spielen, obwohl davon gibt es auch etliche und sehr viel Müll. Ja, also das mit den Kettensägen, sonst irgendwas, das Forsting. Ich weiß gar nicht, warum das so sehr forciert wurde, dass das ins Spiel kommt. Also es war mal meine im 15er oder im 17er einen Mod, der sich als das erste Mal damit beschäftigt hatte, wie das mit dieser Forst funktionieren kann. Und irgendwie war man dann der Meinung, dass man das auch generell bräuchte. So. Also ich hab's nie so recht, wie sagt man neudeutsch, gefühlt. So. Ja. Das so, dass das eine dazu. Und dann gibt es aber auch noch die Ankündigung eines Add-ons, welches sich mit Gülle beschäftigt. Und das auch sehr ausführlich sich mit Gülle beschäftigt. Also, dass es dort dann Abscheider gibt, dass man eben den Feststoff und den Flüssiggülle voneinander trennen kann, damit man das einzeln aufs Feld auftragen kann. Oder halt weiterverarbeiten, veredeln zu anderen Produkten. Veredeln klingt jetzt merkwürdig bei Gülle, aber ja.
Das geht wohl, also dass man da Stickstoffdünger wohl draus gewinnen kann oder so, geht, das geht wohl irgendwie, keine Ahnung. Ist mir jetzt aber auch, ne, bin, da bin ich raus, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber solche Sachen sollen da wohl kommen in der Richtung und dass man dann halt sein Feld mit Schläuchen auslegen kann, wo man die Gülle halt einfach bloß draufpumpt, dass man halt nicht mit einem Güllewagen über den Acker fährt, sondern halt den großen Kanister irgendwie am Rand hinstellt, eine Pumpe anklemmt und dann wird das ganze Feld gleichmäßig mit Gülle versorgt. Und das, wie weit das dann mit dem Precision Farming sogar zusammenarbeitet und wir dann dort sozusagen auch eingestellt die Düngemenge bekommen, dass wir nicht den Acker nicht überdüngen und alles solche Sachen, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall spannender als das mit dem ganzen Wald in dem Forst gelöht, weswegen ich da mehr drauf warte als auf das andere und auf die neue Karte. Ich mag hügelige Karten nicht, es geht einfach wegen dem Bauen. Ne? Also es ist ja schön und gut, dass du jetzt da selber Gebäude stellen kannst, aber das mit dem Gebäude oder dem mit dem Gelände angleichen, das ist immer noch ganz schön terribel, aber ja, irgendwie ist man... ist mein Gefühl gewesen, wo sie das eingebaut haben. Also es gab ja in dem im 17er diese das erste Mal, dass lastabhängig, also beziehungsweise mehr Last entsteht, wenn man bergan fährt. Und da haben sie dann so eine extra hügelige Karte gemacht. Hier diese Ober-Dingsbums hier, diese skandinavische Karte. Und die war ja extrem hügelig und an allen Ecken und Enden musste dann einen Berg hochkrauchen und so was. Und irgendwann haben sie dann gesagt, so, jetzt brauchen wir noch so ein, dass wir dann ein Terrain haben. Aber der Map-Designer, der war immer noch, oh, ich muss Hügel haben. Und deswegen, das war in der ersten, also das war ja ganz fürchterlich in der ersten Version, wo dieses Selbstsetzen ging, also in der 19er-Version. Am Anfang, also das Angleichen, da konntest du die ganzen Karten kaputt machen, wenn du wolltest. Also da, das war sehr, 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 sehr anstrengend und schade auch, weil an sich dieses... ich kann mir meinen Hof so gestalten, wie ich möchte. Schon mal nicht schlecht ist. Dann sollten sie aber auch so eine Scheiße nicht machen, dass sie da überall Gebäude hinstellen, wo man dann vielleicht eventuell den Hof hinbauen könnte. So ist es ja auf dieser Karte geregelt hier. Also du hast dann bestimmten Punkten, wo du, also wo du eigentlich schon vorgefertigte Höfe hast. Die kannst du aber nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob oder nicht, ob, weil es wurde mal im Kommentar erwähnt, dass es da wohl eine Mod-Community gibt, die sich darum kümmern wollte, dass diese Gebäude alle nutzbar sind auf dieser Karte. Ich weiß nicht, ob das soweit fertig ist oder ob das auch wirklich dann umgesetzt wurde nachher in der letzten Konsequenz. Da bin ich raus und überfragt, aber wenn ja, ist das natürlich sehr schön. Also dann danke an die viele Arbeit, die sich da die Modder mitmachen, muss man ja wirklich sagen. Also das ist wirklich... Kann man nicht genug Danke sagen, weil die Modder, die haben hier doch sehr, sehr viele schöne Sachen schon mit reingebracht und auch natürlich Dinge mit reingebracht, die sonst wahrscheinlich nie in der Standardversion drin wären, weil, keine Ahnung, bei Giants da keiner drauf kommt oder was auch immer. Oder man das nicht möchte oder man gesagt hat, ja, nee, dieses Feature, das bringen wir dann in den nächsten 3 Jahren irgendwann mal raus, damit wir immer was Neues bieten können, damit wir diese... Serie am Leben erhalten können. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine sehr, sehr langlebige Serie. Und ich weiß gar nicht, was die längste Computerspiel-Serie ist, die kontinuierlich quasi neue Teile kriegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es Madden ist. Also von EA, das Football. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber ich weiß es nicht genau, ne? Ich will nicht in die Rüben reinschieben. So. Ich nehme sonst nicht raus, obwohl über die Entfernung. Ich wahrscheinlich auch mit dem Autoloader raus, wie aus der Rüben, falls er da reinrollert. Ja. Also, ich sag mal so, ich glaube 2008 kam die erste Version raus von Giants. Vom LS und von daher lebt dieses Spiel ja dann schon, was haben wir jetzt, 22, 14 Jahre. Und das heißt also, ein 14-Jähriger, der heute dieses Spiel spielt, der ist geboren worden in dem Jahr, wo der erste Teil dieser Serie rauskam. Ich glaube wirklich, dass Madden das längste ist, weil ich glaube, da ist die erste Serie irgendwann Mitte der 90er, 93, 92 oder so rausgekommen und das gibt es ja jetzt noch. Also die scheint ja dann schon über 30 Jahre zu arbeiten. Das ist auch schon erstaunlich, dass es
halt eben dann, ja, dass heutzutage Leute, die 30 Jahre alt sind, halt den ersten Teil einer solcher Serie halt nie hätten sehen können, gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, den in dem Jahr, wo er rausgekommen ist, auch zu spielen. Zeit vergeht, man wird älter. Das trifft aber alle. Auch mich. Ha. Ich werde auch von Tag zu Tag älter. Leider Gottes, an manchen Tagen spürt man es schon. Naja, das ist halt so, ne? Im Kopf ist er noch 15, im Körper ist er 45, zusammen ist er 60. Oder man sagt einfach, man ist 15 und 60 vom Körper und macht den Durchschnitt oder so. Im Mittel stimmt's. Ah, ist ja alles kein Problem. Läuft ja alles noch, sagen wir mal, recht zufriedenstellend. Und alt werden ist ja auch was Schönes. Man wird weiser. Ah, mein Schön. Ja, gut, also das nächste ist quasi dann hier das, also für den nächsten Monat, was dann ansteht, ist dann das Weizenfeld ernten. Dann, ich weiß nicht, ob das Rübenfeld schon dran ist. Da müssen wir gleich mal im Kalender gucken, wann die Rüben dran sind. Die schon im Juli dran sind oder erst im August. Ich glaube, die sind auch im Juli dran. Oder ich weiß gar nicht, ob die im Juni sogar dran sind. Müssen wir gleich mal gucken. Ich meine, dass das jetzt auch so die Zeit ist, wo die Rüben geerntet werden. Und ja, da müssen wir natürlich noch Technik kaufen. Da müssen wir ja diesen Blattabschläger oder Blattabschneider noch kaufen. Ich weiß noch nicht, inwieweit wir dann flügen müssen nach Wurzelfrüchten. Also wie weit das der Precision Farming Mod macht. Denn so wie ich gelesen habe, steht dieser Mod mehr oder weniger drauf, so wenig Bodenbewegung wie möglich zu machen. Also so wenig durcheinander zu bringen im Boden. Also von der Tiefe her. Die Oberflächenlockerung ist wohl erlaubt, aber man sollte nicht die ganze Zeit auch aus der Tiefe oder irgendwie sowas was hochholen. Voilà. Kennt ihr, ne? Aber da bin ich mir nicht sicher, wie das denn mit nach den Rüben aussieht, ob man da nicht eventuell sogar dann muss. Ja. Und je nachdem, wie das mit der Rübenernte geht, entscheide ich, welches Feld als nächstes Rüben kriegt. Oder welche Felder oder so. Ja, mal gucken. So, dann sind wir hier erst mal fertig. Auch den beiden Feldern. Und das dritte Feld auch noch gleich fertig mit der Stroh-Einsammelmaschine hier. Und holen uns da schön die Ballen. Und dann haben wir jede Menge Stroh. Und dann können wir das ganz getrost wegstapeln, das Stroh. Ich werde es nicht ins Lager tun. Da habe ich mich jetzt so entschlossen, dass ich erstmal die Ballen nicht rein tue. Sollten sie mich zu sehr stören oder ärgern oder irgendwas anderes damit sein, dann werde ich sie natürlich auch rein tun. Aber momentan habe ich erstmal vor, sie nicht in das Lager ein. Achso, muss ich den Pickup runter machen, ne? Sonst ist das hier alles ein bisschen für die Katze. Ja, kein Tier der Welt tut man so viel wie für die Katze. Vorwärts fahren bitte. Die Katze. So. Schöner Ballen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt haben. Was steht denn bei rumgekommen? Ja, wenn wir nach dem Sammeln, werden wir es wissen. Ich denke mal, also ein Hänger ist auf jeden Fall voll und der zweite, das könnte durchaus auch noch was werden. Aber ist doch schon mal schön. Ist alles Geld. Verdienen damit nicht schlecht. Könnte sein, dass der jetzt abhaut von alleine hier. Das Rollen kriegt. Ah, nee, aber gut. Raberballen, guter Ballen. Du bist die Streicheltür oder so. Sieht doch schon. Achso, hier habe ich gar nicht gemäht, ne? Also eine Wachstumsstufe braucht das Gras noch, damit wir das Maximum rauskommt. Und dann werden wir in dem Monat, das ist dann auch der nächste Monat, werden wir auch ziemlich diese Presse sehen, wie sie hinter dem Rasenmäher hinterherfährt. Da werden wir nämlich ordentlich Silageballen produzieren. Damit wir da auch wieder und so 50, 60.000 Jahreseinnahmen daraus generieren können. Ist ja durchaus auch wichtig.
Weiß gar nicht, ich glaube, letztes Mal hatten wir knapp 60.000, ne? Durch die dreimal, oder sogar 75.000, dreimal um die 25.000 beim Abgehen. Das war gar nicht so schlecht. Gut, naja. Das hat richtig gut Geld gebracht. Zuckerfabrik, ne? Mit 80.000. Richtig, eine Zuckerfabrik kostet, glaube ich, mehr als 80.000, oder? Auch noch so eine Sache, die mich mal interessiert, wie weit die mit den Gebäuden und so. Preisen schon, naja, ist aber passt ja. Also es ist ja sowieso alles angepasst, ne? Also auch Weltgröße so ein bisschen. Und der Ertrag dazu. Man soll ja vorankommen. Ja, okay. Ich war früher, habe ich immer auch schwer gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte es mir immer sehr schwer machen, damit das Spiel länger dauert. Aber habe dann auch gemerkt, dass ich gar nicht so lange da dran bleibe mehr. Oder beziehungsweise die Auswahl an Spielen so schnell, so groß und so stark wächst. Man kommt ja kaum hinterher, mit den Spielen, die an alles interessieren und die dann da rauskommen und so weiter. Also da habe ich jetzt auch jede Menge neue Spiele schon wieder. Und auf der Wishlist, wo ich sage, so, ach, möchte ich unbedingt mal spielen, oh, das klingt cool, oh, das klingt gut, das ist was für mich oder so, ne, aber ich glaube, man hat einfach nicht die Zeit dazu, ne, alles durchzuzucken. Also bei Stray, da stecke ich jetzt so irgendwo bei 60% rum. Wollte ich auch nochmal durchspielen, vielleicht mache ich das heute Abend noch. Mal gucken, ob ich da heute Abend mal Lust und Laune zu habe. Ich würde irgendwie da ein bisschen Panzer fahren mal irgendwann. Naja. Wie das alles so ist im Leben. So, lasse ich die Ballenpresse, kann ich da jetzt, muss ich da Stroh denn, ich kann nicht, ja, wenn ich einlagere den Stroh, kann ich auch Stroh auch in den Dings machen, ne? Aber nee, also machen wir das, lassen wir lagern es nicht ein, dann komme ich nämlich nur in die Versuchung, den Stroh so einzulagern, dass dann dass ich das Stroh dann so einlagere, dass ich da dann auch kleine Ballen mache, damit ich letzte Stroh auch runterkriege und dann eventuell mir dann große Ballen draus mache, also das umforme, und das ist ja auch nicht im Sinne des Lagers. Also das sollte ja sozusagen mit dem Lager nicht passieren, dass die Art der Ballen sich ändert. So. Also wird ein bisschen Stroh jetzt hier erstmal liegen bleiben. Eigentlich könnte ich hier komplett leer machen, weil ich habe ja nachher eh das Weizenfeld vor. Also das kann ich ja vor der Grasernte setzen, die Weizenernte. Wie das Stroh ein bisschen absammeln kann. So, dann haben wir 1000 Liter drin. Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn ich jetzt dann Gras anfange, vielleicht wird das dann einfach ein Grasballen oder so. Kann ja auch sein. Ändert sich um oder es verschwindet einfach. Ist ja nicht auch egal. 1000. Gut, okay. So, das heißt, jetzt müssen wir noch mulchen. Also erstmal müssen wir einsammeln und müssen mulchen. Das Einsammeln machen wir heute noch. Und das Mulchen machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wo ist mein Einsammelwagen? Ah ja, den muss ich erst umbauen. Einsammelwagen hier. Wollen wir mit dem Wagen machen. Muss ich erstmal wieder Autoload-Option sozusagen jetzt einbauen. Kurz mal in die eigene Werkstatt hier. Und dann müssen wir den Autoloader. Ja, mal. Ach, der kommt von dem Mod. Okay, ja, okay. Konfigurieren. Ja, bitte. Konfigurieren. So, ja, hier kommen wir rum, ne? Also ich bin am Überlegen, die Zuckerfabrik hier auf diesen Bauplatz hinzustellen. Ich denke, das ist okay. Das sollte gehen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken hier. Was haben wir denn hier? Wir haben kein Autoload. Moment. Ich gehe nochmal in den Umbau, ob ich die Autoload-Funktion jetzt ausgebaut habe.
Ja, das ist die große Frage, ob jetzt die Autoloader-Mods sich gegenseitig halt behakeln. Das ist ja das, was ich gesagt habe, was passieren kann, was natürlich nicht schön wäre. Was kann sein, dass der nicht eine Autolot. AL-Ballen einladen ein. Julian, ja. Und geh nochmal was da. So. Bin gar nicht dran. Das ist natürlich auch nicht, wenn man nicht dran hängt. Europaletten. Ah ne, da unten steht es Europaletten. Jetzt. Doch jetzt ist es drin, ne? Ja, ja, der andere Mod. Wir wollen Rundballen. Diese. Da passen 20 Stück drauf. Wo abladen ist erstmal egal. Steuerung U und F1. Und dann mit B die Ballen einsammeln hier. Baby Ballen einsammeln. 1. Vorbei. Weiß auch nicht, ob ich den schon ein paar Ballen überlasse von der diesjährigen Ernte beim Verkaufen dann im Winter, weil ich ganz stark den Glauben oder die Hoffnung habe, dass ich mir den ersten Kuhstall denn leisten kann. Und die Molkerei muss ich dann auch noch kaufen, also von daher kann ich Milch dann erstmal irgendwo zwischenlagern. Ich weiß nicht, wie gut das geht mit dem Milch zwischenlagern irgendwo, ne? Das ist auch so eine Sache. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das oder wo ich das denn hinkriege. Aber wird sich auch zeigen. So, guten Tag, meine lieben Ballen. Ich hätte gerne eine, oder ich habe hier mal eine Mitfahrgelegenheit für euch. So, ups, da war der Diesel hingesetzt. Da war der Randomizer ganz gut gewesen. Ballen an die fahren, wollte ich nicht. Aber nimmt er mit. Bulli. So. Sehr gut. Setzen beiden Ballen auf dem Feld hier. Dann haben wir noch Platz für zwei Ballen. Will er nicht? Will er nicht. Jetzt sieht's schön aus. So. So. Und wie gesagt, die lagere ich jetzt erstmal außerhalb hier. Nicht mal so schlecht rückwärts die fahren, würde ich sagen. So, das sieht doch gut aus. Gucken wir noch kurz nach vorne wieder. So. Dann gucken wir mal, abplanen in die Richtung. Zack. Und dann stehen die Ballen, ne? Ich denke mal, auf dem großen Feld werden wir dann auch nochmal über 20 zusammenkriegen, das ist kein Problem. Vom Weizen, aber ja. Das war schon mal ganz gut. So. Dann nochmal eingesammelt. Das ging echt ganz gut, eben gerade mit dem Rückwärtsfahren. Das finde ich gut, ja. Ich finde aber auch die Stapel ADR stapelt besser als der andere Mod. Der andere Mod, der würde jetzt übereinander erstmal stapeln und dann nach hinten weiter. Aber das ist so eine reine
sag ich mal, philosophische Frage. So, da die Ballen nochmal aufgeladen werden müssten, dann, wenn es denn soweit ist, werde ich die jetzt eigentlich hier erstmal so krumm davor stellen. Sieht erstmal ganz gut so. 25 Ballen Stroh haben wir. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann werden wir mulchen. Dann werden wir von den Gewächshäusern das Zeug in unser Hauptlager bringen. Und was machen wir noch? Ja, dann werden wir, glaube ich, ausspulen, ne? Gucken. Wir gucken mal ganz kurz, wann nur jetzt die Ernte ist von den Rüben. Und wir haben Weizen im nächsten Monat. Der liegt an. Hafer liegt an. Wo sind meine Rüben? Zuckerrohr, Zuckerrübe. Oh, erst im Oktober ist die Zuckerrübe dran. Das ist ja echt noch lange hin. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und die Hirse ist im August dran. Okay, also dann haben wir also nächsten Monat haben wir den Weizen. Dann haben wir nächsten Monat Grasernte, also beziehungsweise Silage machen. Ne? Juli und Oktober ist nochmal Silage dran. Und hier ist immer dann Futter schaffen für die Tierchen. So, alle drei Monate macht man Schnitt, weil es wächst neun Monate, wächst das Gras. Und dann kann man alle drei Monate kann man einen Schnitt machen. So, gut. Ne, der muss wieder ab. Und jetzt müssen wir einen Mulcher anhängen und dann fangen wir an zu mulchen auf den Äckern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Mulchen wieder. Wo ist denn der Mulcher hin? Oh, der steht hinterm Grubber. Muss ich mit dem Grubber wegfahren. Bis denn. Tschüss.